Nils berichtet seiner Freundin Larissa von seinem Besuch im Geldmuseum der Bundesbank. Er erzählt ihr, dass der Banknotenumlauf der Bundesbank derzeit 750 Milliarden Euro beträgt. Larissa will wissen, was genau ist das denn? Der Banknotenumlauf sind alle seit 2002 ausgegebenen Euro-Banknoten minus die Einzahlungen. Larissa fragt sich, wozu braucht man so viel Bargeld? Für Deutschland gilt, nur 10% werden wirklich für Einkäufe genutzt. 30% der Banknoten verschwinden in Sparschweinen und Tresoren. Mit über 60% der Scheine geht der Großteil ins Ausland. Nils erinnert Larissa an ihre Reise nach Ägypten. Dort konnten sie schließlich auch mit dem Euro bezahlen. Viele Länder nutzen neben ihrer eigenen Währung gerne auch eine stabile Währung wie Dollar oder Euro zusätzlich. Larissa findet, das sei immer noch sehr viel Geld. Schließlich sind 750 Milliarden etwa das Doppelte des gesamten Bundeshaushaltes, also aller Bundesministerien, zusammen.